Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Detroit Become Human. Ich bin gespannt. Wir hatten in der letzten Folge unsere Rebellion gestartet und jetzt müssen wir gucken, ob Connor, was Connor jetzt damit zu tun hat. Denn leider ist ja, ne, die Agi haben wir ja leider verloren. Eieiei. Das nimmt ihn aber mit, das Spiel. Das sage ich euch so. Ist alles in Ordnung, Lieutenant? Chris war auf Streife gestern Abend. Er wurde von Abweichlern angegriffen. Er sagt, Marcus hätte ihm das Leben gerettet. Geht es Chris gut? Ja, er hatte einen Schock, aber er ist am Leben. Ach, deswegen kommt er mir. Was für ein Scheiß. Instinktspur. Wie haben Sie Kamsky gefunden? Ich weiß noch, dass der Typ überall in den Medien war, als Cyberlife anfing, Androiden zu verkaufen. Okay. Ein paar Anrufe. Und da sind wir. Klassische Befragung jetzt, oder wieder was? Oh. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kamsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Schnösel. Analysieren, dann machen wir mal. Kamsky Elias, Cyberlife, Gründer im Ruhestand seit 2028. Erfinder des Theriums und der Biokomponententechnologie. Okay. So lange im Ruhestand. Aufrichtig. Sie haben recht. Sie ist wirklich hübsch. Nette Hütte. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Gleich triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Ungeduldig und distanziert. Ich weiß nicht. Ich sage es Ihnen danach. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Pflänzsche? Haben wir hier irgendwas Spezielles an der Pflänzsche? No, ne? Nee, wir schauen uns um. Elijah empfängt sie jetzt. Oh, okay. Mr. Kamsky? Einen Moment bitte.
Kannst du nicht mal, Alter. Schöne Aussicht hat er, das kann man nicht sagen, gell? Also, dass er keine schöne Aussicht hat. Wenn der findet das, warum ist der noch so... Nein. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Um Hilfe bitten? Abweichler, Abweichler nicht zu uns. Wie werden normale Androiden zu Abweichlern? Wissen Sie irgendetwas darüber? Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Neutral. Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du... Was möchtest du wirklich? Ich möchte gar nichts. Ich bin eine Maschine. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was soll das? Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Was macht das Arschloch? Mit einer Seele. Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Faszinierend. Cyberlifes letzte Chance, die Menschheit zu retten.
ist selbst ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer immer sein? Immer schwarz und weiß, du Wichser. Verschwinden wir hier. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid. Okay? Vielleicht war es richtig so. Puh. Das war ja wieder nervend am Abend. Ei Gott. Ich hätte mehr erfahren, wenn ich die erschossen hätte. Nee. Wir sind ein Gerechtigkeitsbot. Das Gemälde analysieren. Mit Henk reden. Oh Gott, da gibt es noch viel mehr. Ach du Scheiße. Ach du grüne Neune. Mit Henk ein, was wäre denn hier gewesen? Ey, wenn man Alene eingetroffen bin. Alter. Ah, okay. Krasse Mord. Geile Mord, alter Verwalter. Gott, gibt es hier viele Möglichkeiten. Oh, ist das cool? Ist das cool? So, wir haben ja genug, um nochmal fortzufahren. Weiter geht's. Hier sind wir bei Marcus. Grafik laden. Warum nimmst du nicht die GPU? Das ist mein Rechner, sorry. So, ich bin schon dran. Mann, ich warte hier, bis was passiert. Aber gut, derweil konnte ich ja die rendern. Ah, oh, ist das eine wunderschöne Aussicht. Können wir was finden, analysieren? Julio. Spielen, ja. Komm, wir hacken rein. Alles ist geil gemacht, oder? Dann wechseln dann die Kameradinger. Cool. Wunderhübsch. Okay, haben wir dadurch was freigeschalten? Hab mich gefragt, wo du bist. Na
nachdenken. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Verfolgung? Sie alle gehorchen mir, sie folgen mir ohne Zweifel. Achso. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Und unheimlich zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Optimistisch. Nein, nicht alle Menschen sind gleich. Manche begreifen, dass sie unsere Freiheit nicht mehr aufhalten können. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Komm, wir fragen mal, was dir Vergangenheit war. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Wir machen es verständnisvoll. Wir alle wollen manches lieber vergessen. Aber man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ich sah deine Erinnerung. Ne? Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North. Nein. Ach geil, der hat's geschafft. Weil man hier aufs Dach sind. Oh, wie cool ist das denn? Oh, wie cool ist das denn? Oh.
Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst das nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Okay, was immer. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Ach Gottchen, alles klärchen. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir die Folge für heute, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann wie immer, klickt aufs Glöckchen. Und ansonsten sagte Michael Cooper, ciao.